Du bist ein Narr, Melanippos. Ein Narr! Hast du deinen Pankration-Kampf verloren? Schlimmer. Ich verlor meine große Liebe. Mein Drakon hat jemand anderes. Ich weiß es einfach. Er meidet mich. Und wenn wir zusammen sind, ist er immer abgelenkt. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Das überlasse ich nicht Tyches Launen. Ich lasse Drakon nicht gehen. Wie ist dein Plan? Ich werde einen Trank bereiten. Es ist ein Rezept, das ewige Liebe garantiert. Eine tolle Art, eine Beziehung zu retten. Es ist einfach. Ich borge mir seine kostbare Rüstung, schmiere sie von innen ein und dann zieht der Trank durch seine Haut direkt in sein Herz. Nur dann hätte Drakon vorerst keine Rüstung mehr. Machst du dir deswegen keine Sorgen? Oh, er ist der stärkste und stählernste Mann in Theben. Er kommt auch ohne sie klar. Gut zu wissen. Mir fehlt die letzte Zutat. Ich brauche das seltenste Kraut in Böotien von meiner Kräutersammlerin, aber sie war lange nicht mehr in Theben. Ich kann sie für dich finden. Immerhin geht es um die Liebe. Danke, vielen Dank. Wo finde ich diese Kräuterfrau? Auf einem Bauernhof im Westen, beim Grab des Menikeus. Ein seltenes Kraut, hm? Welches denn? Ein Kraut scharf genug, um sein Feuer zu entfachen. Es lässt seine Zuneigung und seine Haut prickeln. Wie habt ihr euch getroffen? Eine Geschichte für die Ewigkeit. Ich kam nach Theben und träumte davon, ein großer Sportler zu werden. Dann sah ich ihn in seinem Gymnasium. Ein mächtiger Krieger mit einem mächtigen Lächeln. Ich wollte vom Besten lernen. Doch der einzige Muskel, den er gestärkt hat, war mein Herz. Du gibst dir sehr viel Mühe für Drakon. Ist er es wirklich wert? Er ist ein lebender Herakles. Sag du es mir doch. Wenn er nicht hier ist, wo ist er dann? Eigentlich sind wir beide immer hier. Er verlässt mich nur, um sich auf dem Übungsplatz zu ertüchtigen. Ich finde dieses Kraut für dich. Das ist der richtige Ort.
Sie sind fort. Du kannst rauskommen. Danke, Söldner. Hättest du nicht eingegriffen, wären wir jetzt tot. Sie müssen irgendwas von euch gewollt haben. Den Hof. Es ist einer der wenigen, der vom Krieg verschont blieb. Kräuter kosten Geld, weißt du? Sie wollten sie ernten und verkaufen. Apropos Kräuter, deshalb bin ich hier. Ich muss ein Kraut für einen Mann namens Melanipos kaufen. Er sagt, er kennt dich. Will der Querulant noch seinen Liebestrank herstellen? Naja, wenn er es so will. Ich verkaufe dir das Kraut, das er braucht. Schön. Hier sind die Drachmen. Wenn ich darüber nachdenke, du hast uns beide gerettet. Danke. Ich weiß die Geste zu schätzen. Da, dein Kraut. Ich hoffe, es ist den Aufwand wert. Ja, ja, Drakon ist mein, bis in alle Ewigkeit. Vielleicht mache ich einen Mondscheinspaziergang mit ihm zum Ort von Iphigenias Opferung. Das ist nicht so weit vom Übungsplatz entfernt. Und seine Rüstung? Sie wartet geduldig in meinem Haus auf den Trank. Gut. Aber lass dir genug Zeit dafür, damit der Trank auch funktioniert. Willst du mich auch bestehlen, Söldner? Begrüßt du alle deine Kunden so? Ach, entschuldige. Die Soldaten haben mir alles genommen. Selbst meinen geliebten Spiro. Soldaten tun, was sie wollen. Wer ist Spiro? Nur das beste Pferd, das ich je hatte. Ich könnte dasselbe von meinem Phobos sagen. Wir taten alles gemeinsam. Er hätte alles für mich getan. Selbst ohne eine Möhre dafür zu bekommen. Das klingt nach wahrer Freundschaft. Ich brauche ihn zum Transport meiner Waren. Wenn Drakon erfährt, dass er sein Öl nicht bekommt, bin ich so gut wie tot. Drakon? Der Held von Böotien? Er ist mein bester Kunde. Ich bin ihm auf den Fersen. Rette mich vor Drakons Zorn. Finde mein Spiro, bitte. Wenn du ihn so dringend brauchst, finde ich dein Spiro. Beeil dich bitte. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was die Diebe ihm antun. Wo brachten sie ihn hin? Er muss im Militärlager östlich des Schlangenkopfsteins sein. Das ist der einzige Außenposten hier. Sag, warum bringst du Drakon Öl? Er lässt sich gern den Rücken einölen. Dadurch wirken seine Muskeln größer, schätze ich.
Ich glaube nicht, dass er das nötig hat. Nein, und ich weiß auch nicht, warum er mein leicht entzündliches Öl den weniger gefährlichen vorzieht. Wo lieferst du das Öl ab? Ich bringe seine Waren immer zum Übungsplatz bei dem Ort von Iphigenias Opferung. Wo verstecken sich diese Diebe? Im Lager östlich des Schlangenkopfsteins. Kannst du beschreiben, wie Spiro aussieht? Ich will nicht das falsche Pferd stehlen. Wo fange ich an? Er ist prachtvoll. Ein großer Hengst, so schwarz wie die Nacht, mit einer Mähne aus glänzend weißen Haaren. Dann muss ich wohl ein Pferd finden. Was würde ich nicht alles tun, um dich wiederzusehen, Spiro? Mein Treuer. Das muss Spiro sein. Das ist mal ein stattlicher Hengst.
haben es endlich geschafft. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ich muss mich verdeckt halten. Göttern! Nun
Du musst Spiro sein. Bring dich nach Hause. Spiro! Oh, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ihm geht es gut. Kein Haar seiner Mähne wurde gekrümmt. Und Drakon wird seine Öllieferung bekommen, nicht wahr, Spiro? Wir bringen es den Berg hoch und füllen sein Lager mit unserem wunderbar entzündlichen Öl. Du hast ein glückliches Pferd aus Spiro gemacht und aus mir einen glücklichen Mann. Kann ich dir helfen?
genießt das Leben. Bis bald. In Ruhe um. Hab einen guten Tag. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Ella. Auf geht's. Da ist er. Come on!
auf.
Aristeos, hab ich dich. Den Kampf habe ich wohl verpasst. Pater? Alexios, was machst du denn hier? Ich wollte ihn töten. Er wäre dir nicht gewachsen gewesen. Schön, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Du hast mir in Megaris gezeigt, dass ich meine Ehre lange verloren hatte. Es gibt keine Möglichkeit, das wiedergutzumachen. Aber ich kann mein Versprechen an Stento erfüllen. Hier hätte ich dich zu allerletzt erwartet. Ich übertrug Stento die größte Verantwortung, die ein Mann tragen kann. Ich konnte ihn damit nicht alleine lassen. Wie rücksichtsvoll. Der Tod der Helden schwächt den Einfluss der Athener in dieser Region und die Moral der Rebellen. Du kommst den weiten Weg, um Stentor zu helfen? Gut. Er braucht dich. Es war höchste Zeit, dass ich für die einstehe, die mir wichtig sind. Allerdings. Du hast dich sehr verändert. Nein, so bin ich immer gewesen. Du warst nur nicht da, um es zu sehen. Daran werde ich nichts mehr ändern können. Aber jetzt kann ich für jemanden da sein, der mich braucht. Ich muss Stento noch etwas mit auf den Weg geben. Ich wünschte, du hättest mir damals in Sparta geholfen. Aber Stento braucht wirklich Hilfe. Auch wenn er es sich nicht eingestehen will. Stento ist ebenso Teil deiner Familie wie ich. Du kannst wenigstens für ihn da sein. Das werde ich. Er mag mich hassen. Doch ich bin froh, dass ich ihn traf. Irgendwie. Leb wohl, Alexios von Sparta.